sind große und kleine Leute dabei. Ausgehend von Schülerinnen haben sich natürlich auch Erwachsene angeschlossen und noch viele kleinere Kinder. Wir sind gerade eine Art von Kranichsteinbündnis aus einer Kita, also es heißt Kinder. Ja, und wir laufen jetzt gerade Richtung Innenstadt, Darmstadt, um uns der großen Demonstration zum Klimastreik anzuschließen. Heute hier, weil am 29. war, am 9. war schon die letzte Demo und da waren 1,4 Millionen Menschen in ganz Deutschland auf der Straße und die Politik hat in der Zeit irgendwie schon wieder verpennt zu handeln und das macht mich wütend und auch ein bisschen traurig. Wir laufen jetzt gerade in Richtung Riegerplatz weiter, danach geht es an den Rhönring runter und über die Casinostraße zurück Richtung Cityring. Ich und meine Kollegen, wir sind die Busfahrer von der HEAG. Wir müssen leider streiken, besonders viel Spaß haben wir daran auch nicht, aber wir gehen für unsere Forderungen raus. Wir sind von Global Klima Strike, heißt es glaube ich, sind wir eingeladen worden, mit unseren Forderungen uns an dieser Demonstration zu beteiligen. Wir brauchen demnächst Busfahrer. Wenn ihr den ÖPNV machen wollt, brauchen wir mindestens so viele Busfahrer, wie wir jetzt schon haben. Und wir sind aktuell schon zu wenig. Und so wie der Job im Moment angeboten wird, gibt es keinen, der sich darum schlägt, Busfahrer zu werden. Wir machen den Job alle, weil wir es lieben, das dicke Ding zu fahren. Es macht uns Spaß. Wir sind gern mit den Leuten zusammen. Aber es muss irgendwo in dem Rahmen bleiben. Und so wie es momentan entwickelt in der Gesellschaft, in der Politik, finde ich es nicht in Ordnung. Ich bin hier, weil ich es wichtig finde, vor der UN-Klimakonferenz ein Statement zu setzen und eben möglichst viele Menschen auf die Straße zu bringen, dass den Regierenden hoffentlich bewusst wird, dass was passieren sollte oder sich etwas ändern sollte. Eigentlich kann es auch nicht sein, dass wir hier auf der Straße stehen. Ich wäre tatsächlich lieber in der Schule. Ich habe heute Mathe, ich verpasse was Wichtiges. Das ist nicht so toll, aber ich merke einfach, dass die Verantwortung nicht gesehen wird. Also sie haben eine riesen Verantwortung. Die regieren gerade über unsere Zukunft und es passiert irgendwie nicht das, was ich mir erhoffe. Und meine Forderung, ja, übernimmt die Verantwortung. Ja. Wenn wir die Überhitzung unseres Planeten abwenden wollen, dann muss die Klimabewegung größer, stärker, entschlossener und radikaler werden, um sich gegen die Politik der Verantwortungslosigkeit durchzusetzen. Es nützt nichts, diese Verantwortung an Regierungen abzugeben. Die haben deutlich genug gemacht, dass sie kein Interesse an wirksamen Klimaschutz haben. Wir können auch nicht die Verantwortung für den Kollaps des Planeten auf unser persönliches Verhalten reduzieren. Natürlich ist es auch wichtig, seinen eigenen ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Dagegen das Ausmaß der globalen Verwüstung durch einige wenige Energieunternehmen kommen wir so einfach nicht an. Es nützt leider auch nichts, allen zu gefallen, die sich nun plötzlich zum Klimaschutz bekennen. Selbstverständlich muss die Klimabewegung breiter werden. Wir müssen aber mehr denn je die offensichtlichen Profitinteressen und die Lobbymacht der fossilen Industrie benennen und brechen. Das war doch viel zu langsam!